Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Richtig Schwanger. Heute geht es um das Thema Geburtseinleitung. Wann, wie und warum macht man eigentlich eine Geburtseinleitung? Welche Medikamente oder welche Möglichkeiten gibt es da? Endet eigentlich jede Geburtseinleitung in einem Kaiserschnitt? Und sind die Wehen durch eine Geburtseinleitung tatsächlich schlimmer als die eigenen Wehen? Viele Fragen kamen dazu. Jetzt gibt es noch mehr Antworten. Viel Spaß beim Video. Bevor wir über das Wann und das Wie sprechen bei einer Geburtseinleitung, müssen wir uns erstmal überlegen, warum macht man das eigentlich? Warum beendet man eine Schwangerschaft vorzeitig, künstlich quasi? Und das basiert nicht auf Willkür oder Lust und Laune, wie es gerade passt, sondern wir verfolgen da spezielle Regeln. Und als Faustregel kann man sich eigentlich Folgendes merken: Wenn das Risiko einer Schwangerschaftsverlängerung entweder für Mutter oder für Kind zu hoch ist, dann macht man eine Geburtseinleitung. Wir betrachten also immer individuell Mutter und Kind. Man muss beide getrennt betrachten. Und wenn die ein hohes Risiko haben, die Schwangerschaft jetzt zu verlängern, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Schwangerschaft verkürzt wird, dass wir quasi sagen, jetzt darf oder soll das Kind auch kommen zum Wohl des Kindes oder der Mutter. Es gibt also ganz klare Richtlinien und auch Empfehlungen, wann man eine Geburt einleitet. Und dann gibt es auch so ein paar Klassiker, wann wir das immer machen. Und zu denen kommen wir jetzt. Erstes großes Thema ist zum Beispiel die Terminüberschreitung. Bei uns ist das so, da kann man sich als Faustregel merken, 7 Tage über dem Geburtstermin kann man drüber sprechen, dann kann man das auch planen. 10 Tage über dem Termin sollte man, ist unsere Empfehlung, Geburtseinleitung ja. Und ab 14 Tagen drüber, sage ich immer den Frauen, werden sie festgekettet bei uns, dann kommen sie nicht mehr raus ohne Kind. Da sollte man doch schon wirklich, wirklich die Geburtseinleitung und die Geburt anstreben. Das hat folgenden Hintergrund, weil man einfach gesehen hat, statistisch auch gesehen hat, dass bei einer Übertragung von Kindern erstens die Kinder viel zu groß werden können. Das ist natürlich auch ein Risikofaktor für die Mutter. Aber auch die Kinder können darunter leiden, dass sie zum Beispiel Fruchtwasser aspirieren, heißt das, also einatmen und dann natürlich eine Lungenentzündung im Nachhinein kriegen können. Oder aber zu wenig Fruchtwasser haben, es wird zu wenig produziert, die Plazenta gibt irgendwann auch den Geist auf, ist ein Verbrauchsorgan und kann irgendwann einfach insuffizient werden, das heißt nicht mehr so gut arbeiten, nicht mehr so gut das Kind versorgen. Und dann kann es natürlich im schlimmsten Falle dazu kommen, dass das Kind sogar im Bauch stirbt bei einer Terminüberschreitung. Deswegen wurde es festgelegt, ab 40 plus 0, also ab ET, kann man machen. Meistens, wenn alles okay ist, kann man das aber auch noch ein bisschen aussitzen und der Natur noch eine Chance geben. Ab 7 Tagen drüber sind wir so langsam, scharren wir schon langsam mit den Hufen, sagen wir mal so. Und ab 10 Tagen drüber sagen wir so, jetzt wird es langsam mal Zeit, jetzt sollten wir das machen. Wir machen das aber auch immer ganz individuell, besprechen das mit der Frau. Wir gucken uns natürlich auch den Ultraschallbefund an, wie viel Fruchtwasser ist da, wie sieht der Mutterkuchen aus, wie ist die Durchblutung vom Kind, wie groß ist das Kind. Und dann kann man so ein bisschen im Dialog sprechen. Das heißt, wir geben jetzt nicht vor, sie müssen jetzt 40 plus 0 eingeleitet werden, sondern wir machen das im Dialog mit den Frauen, sagen hier, eigentlich ist noch ein bisschen Zeit, wir könnten noch mal ein bisschen versuchen zu warten, oder aber sagen, jetzt wäre es schon langsam Zeit, das Kind ist schon relativ groß und da ist einfach das Risiko, dass da irgendwas passiert bei der Geburt, viel zu groß für sie und für das Kind. Der zweite Klassiker, was häufig vorkommt, ist eben der vorzeitige Blasensprung. Wenn ich genau weiß, was der vorzeitige Blasensprung ist, ich habe auch ein Video gemacht zu Blasensprüngen. Es gibt nämlich mehrere Arten von Blasensprüngen, was die wenigsten wissen. Schaut es euch einfach mal an. Es ist ganz witzig zu wissen, aber unterm Strich gar nicht so essentiell wichtig. Aber wichtig ist, vorzeitiger Blasensprung ist ein Risiko, dass man sich jetzt eine Infektion einhandelt. Also diese Eihäute, die sonst da drum sitzen, die das Kind schützen, sind jetzt offen. Da können Bakterien und andere Keime aufsteigen und können das Kind und auch die Mutter infizieren. Deswegen sagen wir in unserer Klinik, ist der Standard etabliert, ab 12 Stunden nach dem Blasensprung muss man langsam mal zur Geburt schreiten. Oftmals ist ja so ein Blasensprung auch das Zeichen für den Körper der Frau. So, jetzt kann es losgehen, das Kind darf kommen und eigene Wehen entwickeln sich. Deswegen hat man so eine Karenzzeit entwickelt von 12 Stunden. Wenn sich bis dahin nichts getan haben sollte, gibt es bei uns die Geburtseinleitung und auch eine Antibiotikagabe, dass man da Schlimmeres verhindert. Auf Platz 3 der Einleitungsgründe ist für mich der Schwangerschaftsdiabetes, also die Zuckererkrankung während der Schwangerschaft. Und da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja nicht nur verschiedene Arten von Diabetes, Diabetesformen. Auch beim Schwangerschaftsdiabetes muss man natürlich gucken, wie wird der gerade aktuell behandelt. Es gibt die Form, die diätetisch behandelt ist. Das heißt, allein mit der Ernährung kriegt man es hin, dass nicht zu viele und zu starke Blutzuckerschwankungen herrschen. Und es gibt den, wo man sagt, okay, da müssen wir mit Insulin schon arbeiten. Man muss Insulin spritzen, damit der Blutzucker wieder in gemäßigte Formen kommt. Und davon ist auch so ein bisschen abhängig, ob wir eine Einleitung überhaupt machen müssen am Termin oder nicht. Denn
beim insulinpflichtigen Gestationsdiabetes, also da der Schwangerschaftsdiabetes, wo man Insulin spritzen muss, ist die Empfehlung ganz klar auch aus der Literatur ab ET, also 40 plus 0, wird eingeleitet. Eben aus dem Grund, weil das Kind natürlich auch viel Zucker abbekommt, dadurch sehr groß werden kann. Und das möchte man eben verhindern, dass man jetzt diese Schwangerschaft noch so weit verlängert, dass das Kind zu groß wird. Beim diätetisch geführten, wenn er gut geführt ist, und wir haben ja diese kleinen Heftchen, die ihr auch immer dabei habt in der Klinik, schauen wir uns an, und wenn da nicht zu starke Schwankungen drin sind und vom Ultraschallbefund das Kind auch nicht viel zu groß ist, braucht man nicht einleiten. Auch nicht am ET, vielleicht sogar noch nicht mal 7 oder 10 Tage drüber. Also da muss man einfach auch schauen, wie ist der Zucker eingestellt, wie groß ist das Kind. Aber beim diätetisch geführten ist es kein Muss, am ET einzuleiten. Beim insulinpflichtigen doch. Dann gibt es noch verschiedene Erkrankungen, die auch dazu führen können, dass man eine Geburtseinleitung macht, also die Schwangerschaft vorzeitig ankurbeln will, ist zum Beispiel eine Präeklampsie oder ein HELLP-Syndrom oder aber auch Schwangerschaftserkrankungen wie zum Beispiel ein hoher Blutdruck, mütterliche Erkrankungen gibt es. Oder wenn das Kind viel zu klein ist oder die Durchblutung nicht ganz korrekt ist, das CTG, die Herztöne nicht ganz optimal sind. All das sind so viele kleine Punkte, wo man individuell mit der Frau auch besprechen muss. Da wäre es uns jetzt doch lieber, das Risiko ist irgendwo zu hoch. Wir können das nicht verantworten, die Schwangerschaft zu verlängern. Wir würden jetzt gerne die Geburtseinleitung machen. Unterm Strich zählt natürlich auch ihr. Ihr dürft natürlich mitentscheiden. Das ist jetzt keine Bevormundung oder irgend sowas, sondern das ist bei uns immer ein Dialog. Es wird darüber gesprochen, dass das Risiko jetzt für uns nicht mehr so tragbar ist, die Schwangerschaft einfach zu verlängern. Deswegen die Geburtseinleitung geplant wird oder empfohlen wird. Ein Wort noch zur gewünschten Einleitung. Wir haben es gar nicht so selten und ich habe neulich mal die Frage bekommen, warum wird heutzutage eigentlich so viel eingeleitet? Warum sitzt man das nicht aus? Warum lässt man nicht der Natur ihren Lauf? Und ich war verwundert, weil bei uns ist irgendwie genau umgekehrt das Gefühl. Wir versuchen immer schon noch zu sagen, ja, die Natur braucht vielleicht noch ein bisschen. Das ist ja auch nur ein Schätztermin. Das heißt ja nicht umsonst Schätztermin. Es ist jetzt nicht so, dass am ET das Kind per Knopfdruck da rausfallen muss. Also haben wir noch diese 7 bis 10 Tage, wo wir noch der Natur die Chance geben. Wir haben es tatsächlich gar nicht so selten, dass die Frauen kommen, 39 plus 0 oder irgendwas, und sagen, ich habe keine Lust mehr, schwanger zu sein. Es ist alles so anstrengend, mein Rücken tut weh, ich kann nicht mehr schlafen. Was ja auch alles total verständlich ist. Und das muss man ja auch respektieren und verstehen. Wo wir aber dann in die Zwickmühle kommen und sagen, aber eigentlich müssen wir auch noch so ein bisschen dran denken, dass da noch ein Kind im Bauch ist. Und wenn es die eine Woche vielleicht noch braucht, um auf die Welt zu kommen, dann soll das so sein. Und deswegen würden wir jetzt nicht empfehlen, die Geburtseinleitung zu machen. Also diese gewünschte Einleitung gibt es, die kann man auch machen. Zum Beispiel logistische Probleme. Der Mann fährt jetzt auf Seereise oder man wohnt weit weg oder die Mutter ist jetzt nicht da und das Kind kann nicht versorgt werden, sonst man hat keine Hilfe. Also all das sind Gründe, wo man drüber sprechen kann. Aber jetzt einfach so aus, ich habe keine Lust mehr, schwanger zu sein, wird es bei uns tatsächlich ein bisschen schwierig. Da muss man wirklich überlegen, woran liegt es und wie kann man es vielleicht ändern. Gibt es irgendwie organisatorisch noch Sachen, die man machen kann, bevor man jetzt sagt, wir müssen die Geburt einleiten. Also tendenziell ja, kann man machen, kann man auch probieren. Aber wir müssen nicht unbedingt zustimmen oder wenn wir sagen, das Risiko ist jetzt, die Geburt einzuleiten, viel zu hoch, wir würden lieber noch eine Woche warten, dann muss man das auch respektieren. Also Geburtseinleitungen sind so eine Sache und ist immer total individuell. Was für Arten der Geburtseinleitung gibt es eigentlich? Auf welche Art und Weise kann man denn eigentlich eingeleitet werden? Grob unterscheiden kann man eigentlich zwischen einer medikamentösen Einleitung und einer mechanischen Einleitung. Wo da genau die Unterschiede sind und was wann genutzt wird, erkläre ich euch jetzt grob. Also da gibt es ganz viele Paper und Journals, wo das ganz, ganz lang und explizit drinsteht. Die Kurzfassung gibt es jetzt aber hier für euch. Welche Art der Einleitung gibt es jetzt? Wie genau wird man denn eigentlich eingeleitet? Und grob zusammengefasst, also das Thema ist mega komplex. Es gibt zig Paper und Journals darüber, wie man einleitet und was man genau nimmt. Deswegen muss ich hier die abgespeckte Version euch präsentieren. Aber wir fassen das zusammen und das ist auch das Wesentliche. Es gibt eigentlich grob zusammengefasst 2 Arten, wie man einleitet. Das ist einmal die medikamentöse Geburtseinleitung, also mit Medikamenten. Welcher Art auch immer, kommen wir gleich zu. Und zweitens ist das die mechanische Einleitung. Also man macht irgendwas am Muttermund oder man macht irgendwas an den Eihäuten. Man ist da mechanisch am Werkeln und macht so eine Geburtseinleitung. Kommen wir auch gleich zu. Fangen wir mal vorne an. Medikamentöse Geburtseinleitung. Man kann sich vorstellen, es gibt natürlich mehrere Medikamente, die jetzt über die Jahre erprobt wurden.
Und deswegen ist das auch so ein komplexes Thema. Was so im Alltag immer besprochen wird, ist die Frage, wurdest du mit der Tablette eingeleitet oder mit dem Wehencocktail oder mit diesem Gel? Das sind eigentlich so diese drei Punkte, die man hat. Was da genau drin ist, das interessiert eigentlich gar keinen, ist auch unterm Strich nicht so wichtig. In den meisten Medikamenten ist aber tatsächlich ein Hormon drin oder mehrere Hormone, die körpereigen sind. Das heißt, du hast diese Hormone selbst in deinem Körper. Man hilft jetzt nur von außen nach, dass diese Hormone auch da hinkommen, wo sie hingehören und vor allen Dingen was machen. Früher, wenn man mal so die Eltern fragt, wie die ihre Geburtseinleitung bekommen haben, ist meistens von diesem Wehencocktail die Rede. Das ist so umgangssprachlich für ein Medikament, was man über die Vene gibt. Das heißt, es ist so eine Infusion und die heute auch noch zum Tragen kommt, aber dann braucht man einen bestimmten Muttermundsbefund für. Und das ist der Punkt, wo ich darauf hinaus möchte. Es kommt immer darauf an, was du für einen Muttermund hast. Wenn du jetzt das vierte Kind bekommst und der Muttermund ist schon relativ weich und relativ offen, dann kann man diesen Venencocktail super nutzen, denn der macht nichts anderes, also dieses Medikament, was da drin ist, als oben an die Gebärmutter anzudocken und dieser Gebärmutter zu sagen, zieh dich mal zusammen, also löse eine Wehe aus. Das macht Sinn, wenn der Muttermund schon ein bisschen offen ist und ganz weich ist, dann dehnt er sich nämlich weiter. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn du das erste Kind bekommst, der Muttermund total straff ist, zu ist und diese Wehe arbeitet die ganze Zeit gegen einen geschlossenen Muttermund. Das tut erstens total weh der Frau und zweitens ist es überhaupt nicht geburtsförderlich. Deswegen den Wehencocktail, ja, den gibt es noch, diese Infusion, aber man muss schon den Muttermundbefund davor angucken. Dann kommen wir doch mal direkt zu dem Beispiel, du kriegst dein erstes Kind, hast dein erstes Kind im Bauch, dein Muttermund ist, wie es sich auch zu der Zeit gehört, noch total fest und derb und da geht nichts durch. Und dann gibt es seit einigen Jahren schon eine bestimmte Methode, die auch super ist, ist ein sogenanntes Vaginalgel. Dieses Vaginalgel ist natürlich von der Darreichungsform ein bisschen unangenehmer als eine Tablette zu schlucken oder eine Infusion zu bekommen. Aber es wirkt am Ort des Geschehens und dieses Gel hat auch ein Hormon in sich, was erstens den Muttermund schon ein bisschen auflockert und weich macht und schon so die ersten Wehen auslösen kann. Das ist also eher so eine milde Vorbereitung auf die Geburt oder die Eröffnung vom Muttermund, ist dieses Vaginalgel. Benutzen wir sehr, sehr häufig, aber es gibt natürlich spezielle Formen oder auch Konstellationen, wo man es nicht geben darf als erstes. Da kommen wir nämlich schon zum dritten Punkt, sind die Tabletten. Da gibt es auch verschiedene Arten von Tabletten. Die Tablette, wo die meisten Einleitungen gemacht wurden und auch heute auch noch gemacht werden, hat auch ein Hormon in sich. Man schluckt es also und man kriegt auch Wehen. Benutzen wir heutzutage auch noch. Benutzen wir zum Beispiel, wenn es mit dem Gel 2, 3 Tage nicht gefruchtet hat und überhaupt nichts passiert, dann benutzen wir auch die Tablette. Die hat nämlich einfach ein bisschen mehr Wumms, sagen wir mal so. Es gibt spezielle Voraussetzungen, wo man das Gel nicht benutzen darf oder nur eine verminderte Form des Gels, also eine kleinere Dosierung, oder wo man die Tablette überhaupt nicht nehmen darf oder eher die Tablette nehmen sollte. Das würde hier den Rahmen sprengen. Das müsst ihr dann einfach mal den Frauenarzt oder die Frauenärztin dann vor Ort oder auch die Hebamme fragen. Wenn du jetzt zum Beispiel Zustand nach einem Kaiserschnitt bist, dann gibt man zum Beispiel eine geringere Dosierung von diesem Gel. Oder wenn du Asthma hast, dann darf man das auch nicht. Also es gibt da ganz spezielle Konstellationen, wo man das Gel oder auch die Tablette oder auch diese Infusion nicht geben darf. Das müsst ihr einfach nur so im Hinterkopf behalten. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass wenn ihr im Krankenhaus seid, dass dann schon eure Vorgeschichte bekannt ist, wenn ihr sie erzählt und dass dann darauf individuell genau maßgeschneidert eure Einleitungsform gewählt wird. Und dann gibt es noch mechanische Arten, eine Geburtseinleitung zu machen. Mechanisch heißt, man manipuliert irgendwie mit Gegenständen oder mit dem Finger am Muttermund oder an dem Gebärmutterhals, um quasi Wehen auszulösen. Das funktioniert auch tatsächlich relativ gut. Es gibt zum Beispiel eine sogenannte iPol-Lösung. Da kann man mit dem Finger quasi beim Erheben des Muttermundbefundes schon mal so ein bisschen unten den iPol, die Eihäute, ein bisschen lösen. Das ist meistens auch schon ein Zeichen für den Körper, dass da irgendwas passiert und dass da jetzt die Wehen ausgelöst werden können. Also das ist eine Methode zum Beispiel, schon mal Wehen auszulösen, ohne zu Medikamenten zu greifen. Eine zweite mechanische Methode ist zum Beispiel das Einlegen so eines Ballonkatheters. Ist auch ein ähnliches Prinzip. Man bringt so einen Ballonkatheter in diesen Gebärmutterhals ein, also in den Muttermund ein und bläst den ein bisschen auf. Und die Dehnung heißt für den Körper, da passiert was, Wehen können ausgelöst werden, Hormone werden da schon freigesetzt, ist genau das gleiche Prinzip, nur dass man da die körpereigenen Hormone benutzt. Und es gibt zum Beispiel auch so kleine Stifte, das ist, sagen wir mal, wie so ein Streichholz, das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber so kann man sich vielleicht vorstellen, die auch in den Muttermund quasi eingeführt werden und je nachdem, wie viel man da reinsteckt, führt es auch zu einer Dehnung und zu einer Freisetzung von Hormonen und eben auch letztendlich zur Wehenfreisetzung. Was man außerdem noch machen kann, und wir machen das relativ häufig, man muss sich allerdings auch sicher sein, dass das Köpfchen fest im Becken steckt und ganz tief ist,
ist die Fruchtblase zu eröffnen. Wir haben es vorhin schon angesprochen, das ist ein Zeichen für den Körper, dass jetzt Wehentätigkeit stattfinden kann. Das Kind darf raus, die Fruchtblase ist offen und das machen wir relativ häufig, aber auch schon beim offenen Muttermund. Wenn man schon bei 6, 7 oder auch noch mehr Zentimetern ist oder sogar vollständig ist, macht man die Fruchtblase auf, um das Ganze noch ein bisschen voranzutreiben, um noch ein bisschen Bums reinzubekommen. Das sind also so mechanische Methoden, um schon mal Wehen auszulösen und auch eine Geburtseinleitung zu machen. Ganz oft macht man das auch in Kombination. Man sorgt also dafür, dass der Muttermund ein bisschen aufgeht und dann kann man, wie wir vorhin schon gesprochen haben, die anderen Medikamente noch dazugeben, dass also die Kombination aus beiden perfekt ist, um Erfolg bei der Geburtseinleitung zu haben. Und dann gibt es natürlich auch noch alternative Methoden, die man zur Geburtseinleitung nutzen kann, beziehungsweise die man nutzen kann, um Wehen auszulösen. Und jede Frau, die so um den Termin rum ist und keine Lust mehr hat auf schwanger sein und endlich wehen möchte, kennt das vielleicht, hat vielleicht auch schon mal gegoogelt. Und dann gibt es natürlich ganz viele Mittelchen, die man auch mal probieren kann. Ob sie funktionieren und wie sie funktionieren, weiß man häufig noch gar nicht. Aber das meiste schadet natürlich nicht. Das Einzige, wo ich kein großer Fan von bin, ist das Rizinusöl. Also persönlich nicht, aber wenn man es ausprobiert oder wenn es gut geklappt hat, gerne. Aber es gibt natürlich so Nelkentampons oder aber auch Akupunktur, Geschlechtsverkehr, Spazierengehen, Badewanne. Also es gibt da ganz, ganz viel. Auch Homöopathie gibt es da noch. Das kann man einfach mal gerne ausprobieren. Vielleicht funktioniert es ja ganz gut, vielleicht funktioniert es aber auch nicht. Aber unterm Strich kann man natürlich gerne mal nachfragen, auch bei der Hebamme oder der Ärztin, Arzt nachfragen, was es da noch so für Alternativen gibt, dass man um diese Medikamente oder aber auch diese mechanischen Geburtseinleitungsmethoden drumherum kommen kann. Und dann kommen wir abschließend noch zu ganz, ganz häufig genannten oder gestellten Fragen, auch im Klinikalltag. Fragen, mit denen man eigentlich bei jeder Einleitung mindestens einmal konfrontiert wird und wo man schon seine Antwort quasi parat liegen hat, weil sie immer und immer wieder kommen. Die erste Frage und die erste große Furcht, die auch immer kommt, ist eine Geburtseinleitung. Sind Geburtseinleitungswehen schlimmer als die eigenen Wehen? Wo ich dann auch immer den Frauen erzähle, nun ja, sie haben ja nur eine Gebärmutter und diese Gebärmutter ist ja das Organ, was die Wehen erzeugt. Und die Medikamente, die wir zum Beispiel geben, sind auch zum Teil körpereigene Hormone. Das heißt, wir haben das ja gar nicht, wir können das gar nicht beeinflussen, ob das stärker oder schlimmer ist. Was wir verändern können, ist quasi die Frequenz von Wehen. Sagen wir mal, du hast alle 20 Minuten eine Wehe. Wenn wir jetzt das Medikament da drauf geben, ist natürlich klar, dass dann die Wehen in öfteren Abständen kommen. Und das ist natürlich auch unangenehmer und schmerzhafter, als einmal alle 20 Minuten Wehen zu haben. Aber wenn man regelmäßige Wehen braucht, um das Kind auszutreiben und der Muttermund ist vielleicht schon offen und die Wehen sind aber einfach nicht ordentlich genug, dann müssen wir dann natürlich auch nachhelfen mit diesem Wehentropf zum Beispiel. Und da kann es natürlich schon sein, dass man das als schmerzhafter vielleicht empfindet als beim ersten Kind, aber wir können die Wehe oder die Schmerzintensität nicht steigern. Wir können nur die Frequenz steigern und die Gebärmutter, die die Wehe auslöst, die können wir eigentlich nicht beeinflussen. Und auch das Schmerzempfinden der Frau in dieser Situation gerade können wir natürlich in dieser Hinsicht nicht verändern. Gefühlt endet jede Geburtseinleitung in einem Kaiserschnitt. Ja, das hört man sehr, sehr oft und das ist natürlich, wenn das so wäre, sagen wir mal so, dann würden wir keine Geburtseinleitung mehr machen. Dann wären wir ja schön blöd, wenn wir jede Geburtseinleitung in einen Kaiserschnitt treiben würden. Was aber natürlich auch so ein bisschen täuscht, ist, dass die Statistiken sowas ja auch schon ein bisschen aussagen, dass bei einer Geburtseinleitung der Kaiserschnitt, die Kaiserschnittrate höher ist, als vielleicht jetzt bei ganz normalen spontanen Wehen, liegt aber auch daran, dass man eine Geburtseinleitung ja auch macht, weil irgendwas ist. Und sagen wir mal, die CTG, also die Herztöne vom Kind sind einfach nicht gut und deswegen macht man eine Geburtseinleitung und unter der Geburt, unter den Wehen kriegt das Kind jetzt noch mehr Stress und der Nabelschnurknoten, wenn das jetzt einer ist, zieht sich irgendwo noch mehr zusammen und dann sagt man irgendwann so bis hierhin und nicht weiter, jetzt müssen wir doch den Kaiserschnitt machen. Und schon hat man natürlich eine Geburtseinleitung, die in einem Kaiserschnitt endet, aber die Voraussetzungen waren jetzt auch nicht ganz fair. Und man muss schon sagen, bei mir, ich habe jetzt keine Daten im Kopf, aber bei uns in der Klinik gefühlt 85-90% Geburtseinleitungen enden in einer spontanen Geburt und wirklich kritische Fälle, Herztöne doof oder die Mutter ist irgendwie dekompensiert unter der Einleitung, dann kommt natürlich auch mal ein Kaiserschnitt vor, aber es ist viel, viel geringer, als man es vielleicht denkt. Wie schnell funktioniert das denn eigentlich mit der Einleitung? Muss ich meinen Mann schon anrufen oder habe ich noch ein bisschen Zeit? Die Frage kriege ich eigentlich immer gestellt, beziehungsweise ich nehme sie jetzt mittlerweile schon vorweg, denn wir wissen es einfach nicht. Wir haben keine Ahnung, wie schnell oder wie gut das funktioniert mit der Geburtseinleitung. Es spricht dafür, wenn man nicht das erste Kind bekommt, sondern das zweite, dritte aufwärts, dass es tendenziell ein bisschen schneller geht. Aber es ist auch ganz klar davon abhängig, wie der Muttermundsbefund ist. Wenn das ganz derb ist, wir hatten es vorhin schon mal, dann braucht das einfach ein bisschen Zeit, um weich zu werden. Wenn das jetzt aber schon so ein bisschen weicher und lockerer, aufgelockerter ist, dann kann es tendenziell schon relativ schnell gehen. Man sagt, dass man zu 80-85%, die Daten habe ich vorhin erst gelesen, nach den ersten 6-8 Stunden, nach diesem Gel zum Beispiel,
erste Kontraktionen schon spüren kann. Das ist vielleicht nur so eine Richtlinie, aber man kann es gar nicht pauschalisieren, wir wissen es einfach nicht. Bei der einen geht es relativ schnell, bei der anderen kann es mehrere Tage dauern. Und wir wechseln dann auch wieder so ein bisschen die Methode. Wenn wir jetzt 2 Tage lang dieses Gel probiert haben und es wirkt nicht, dann steigen wir mal auf eine Tablette um und dann wechseln wir wieder aufs Gel. Also wir versuchen da schon, das so lange hinauszuzögern und so lange zu bearbeiten, bis dann irgendwann die Geburt vonstatten geht und bis es dann endlich losgeht. Übrigens ist es auch wirklich so, das liegt natürlich auch am Muttermundbefund, je früher man einleitet, sagen wir mal 36 plus 0 ist jetzt eine Einleitung, weil die Frau hat jetzt eine Schwangerschaftsvergiftung, also diese Präeklampsie, dann dauert es tendenziell ein bisschen länger, als wenn man um den Termin rum einleitet. Das ist aber auch Statistik, wir wissen es nicht. Ganz ehrlich, wir wissen es einfach nicht, man muss es abwarten, wie die Dynamik auch ist. Wenn du sofort Wehen bekommst nach so einem Gel zum Beispiel und richtig ordentlich schnaufen musst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass bald das Kind da ist. Eine Frage, die ich auch sehr oft gestellt bekomme nach der ersten Einleitung zum Beispiel, kann ich denn jetzt nach Hause gehen? Nee, kannst du nicht. Denn es hat einfach den Grund, weil wir es überwachen müssen. Wir schreiben auch zwischendurch immer wieder CTGs, wir gucken, ob das Kind Stress kriegt, Stress hat, wie es der Frau geht. Also man muss da schon dranbleiben, man kann jetzt nicht einfach immer wieder zu diesem Gel in die Klinik oder zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt laufen und sich einleiten lassen, sondern man braucht wirklich die stationäre Überwachung. Man muss wirklich überwacht werden, eben drum, weil es ja meistens einen Grund für diese Einleitung gibt und da muss beide Parteien, Mutter und Kind, überwacht werden. Also die ambulante Geburtseinleitung gibt es bei uns jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob andere Kliniken das anders handhaben, ich glaube aber ja nicht. Also leider muss man da die Tasche mitnehmen, wenn man zur Geburtseinleitung kommt. Und das war es schon wieder gewesen zum Thema Geburtseinleitung. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen, ein bisschen was gelernt und vor allen Dingen konnte ich dir vielleicht sogar ein bisschen die Angst vor einer Geburtseinleitung nehmen. Alles kein Hexenwerk, wir stupsen die Wehen nur ein bisschen an. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es mich doch wissen mit einem Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal, folge mir auch bei Instagram und Facebook, da poste ich ab und zu auch mal ein paar Kreißsaal-Insider. Ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Weiterbrüten und beim Eingeleitet werden. Bis dahin, ciao.